Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Legenden Arceus. Wir sind auf dem Weg zu Ursaluna. Ich hoffe, hier unten entlang ist auch richtig und ich muss nicht da hoch. Aber wir wollen noch vielleicht, außer es kommt jetzt nicht mehr dazu und ich bin schon zu nah, ein, zwei Pokémon noch fangen oder bekämpfen, je nachdem. Ich habe aber jetzt gerade so ein bisschen die Vermutung, dass das nicht mehr so passieren wird. Du hast Kanekichi die Tasche zurückgeschickt. Ach, ich glaube, das ist so ein Online-Ding und dann kriegst du so Belohnung. Kommt wahrscheinlich noch auf uns zu. Sei gegrüßt, bist du nicht das Mädchen vom Forschungstrupp, das den König des Waldes besänftigt hat? Würdest du uns bitte bei der Errichtung der Ödnisbasis zur Hand gehen? Ikutaro, ein Lehrling vom Bautrupp, sucht derzeit Unterstützung von Leuten, die es sich zutrauen. Ja, das ist alles cool. Vielleicht sollten wir das sogar jetzt direkt machen, wenn ich ehrlich bin, weil vielleicht scheitern wir hier so ein bisschen, dann kann man sich so ein bisschen vielleicht hinteleportieren. Schauen wir mal. Uiuiui, ein bisschen hier, was haben wir wieder an Missionen? Dann schauen wir mal, was sie brauchen. Gut, dann entfernen wir uns ja am Ende doch wieder. Also, keine Sorge, wir werden Ursaluna hier auf jeden Fall in der Folge angehen. So. Hallo. Warte, bleib besser da, wo du bist. Schau dir das an. Sie haben einfach so den Boden besetzt, auf dem ich das Lager errichten wollte. Ein Skunkapu allein ist ja schon schlimm genug, aber gleich mehrere auf einmal. Ich bräuchte Hilfe von jemandem, der sich gut mit Kämpfen auskennt. Jo, machen wir. Wirklich? Du weißt aber schon, dass Skunkapu ordentlich stinken, oder? Ja, deswegen halten wir Abstand und lassen unser Pokémon das machen. Wenn du darauf bestehst, deine Gegner sind drei Pokémon, damit du es weißt. Und die stinken, sag ich dir. Naja, das soll uns nicht aufhalten. Wir haben sechs Pokémon, das sind drei. Das sollten wir zahlenmäßig schon allein schaffen. Level 20 sieht auch in Ordnung tatsächlich aus. Ich denke leider, unser Igelava wird hier am Ende wieder K.O. gehen. Ich werde das gleich irgendwann austauschen. Igelava, du hast klasse gekämpft, aber Aluxio möchte hier gerne weitermachen. Tatsächlich, wir hatten darüber gesprochen mit der Aktionsreihenfolge. Ich hatte das Gefühl, hier war das jetzt doch ein Nachteil, dass wir unser Pokémon ausgetauscht haben. Hoffentlich stirbt unser Luxio hier jetzt nicht. Das wäre sehr schade. Ich möchte eigentlich, dass es hier so viele XP mitnehmen, wie es kann. Naja. Dann nehmen wir das Bammelen. Vielleicht wird das hier doch ein bisschen kritischer, als ich dachte. So, wir nehmen die Aquavelle. Ah, das ist schon viel Schaden. Jetzt mit verringerter Defensiv-Dings. Nichtsdestotrotz werde ich. Ja, werde ich hier das Pokémon jetzt hier noch angreifen. Das Bammelin wird jetzt hier K.O. gehen. Und dann können sich die nächsten hier um das verbleibende Skunkapu kümmern. Wir haben nämlich hier noch ein tolles Staravia, was auch ganz gut gelevelt ist. Oh, das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Wir versuchen es nochmal. Ah, guck mal, das sieht doch schon gleich besser aus.
Um wir überleben hier. Ich würde dann gerne eine sichere Attacke nehmen, weil das kann ja scheinbar verfehlen. Jo. Dann, Aeroas hier an der Stelle. Ja, perfekt. Dann kriegt wenigstens Staravia noch XP. Und wenn hier jetzt die neue Basis ist, können wir unsere Pokémon... Ups, jetzt habe ich einfach gedrückt. Können wir ja refreshen. Du hast beim Kampf gegen die Skunkapu nicht einmal die Nase gerümpft. Ich bin sprachlos. Dank dir kann ich jetzt das Lager errichten. Bitte warte einen Augenblick. Puh, na, was sagst du? Hier kann man sich doch wohlfühlen, oder? Die Skunkapu haben glücklicherweise ihren Gestank mitgenommen, also kannst du dieses geruchsneutrale Basislager jederzeit nutzen. Einfach so mal nebenbei. Hier geholfen, dass eine Basis errichtet wird. Ah, und der Professor, natürlich. Mit der Ödnisbasis steht nun unser zweites Basislager hier im Roten Sumpfland. Vielleicht kommen die Skunkapu auch früher oder später zum Spielen vorbei. Das werden wir noch sehen. Wir ruhen uns hier erstmal kurz aus, damit unsere Pokémon fresh sind. Und dann geht's jetzt aber in Richtung Ursaluna. Ich würde aber tatsächlich hier das eine Ding hier noch kurz mitnehmen. Ja, das hier. Da können wir nämlich immer schön Sachen drin bekommen. So. Und hier würde ich auch gerne noch gucken. Wir müssen... Welche fangen, ohne entdeckt zu werden? Ja, das ist gar nicht so leicht, glaube ich, hier, weil ihr seht, das hohe Gras ist so ein bisschen... Naja, aber warum siehst du uns nicht? Das hat uns jetzt nicht gesehen, oder? Das hatte nur diese Punkte, aber hat uns jetzt nicht gesehen, oder? Müssen wir mal kurz achten, ob wir hier die Nachricht bekommen. Gefangen, 1 von 1. Und gefangen, ohne entdeckt zu werden. Okay. Warum hast du uns nicht gesehen? Ich würde es eigentlich noch ganz gern besiegen, glaube ich, einmal. So. Dann haben wir es einmal gefangen, einmal besiegt. Es gibt, glaube ich, schon mal so ein bisschen Punkte. Level 21, okay. Ja, ich versuche so ein bisschen halt das Level einzuschätzen. Ich glaube, das gegen Ursaluna wird trotzdem hart, weil wir halt nicht überlevelt sind. So. Folglich werde ich mal einmal ganz schnell... Ach so, ja, mit dem Ding, was wir gefunden haben in, ich glaube, der letzten Folge. Sieh dir die Informationen zu Items an, die du oder andere Spieler verloren haben. Das ist quasi, wenn jemand K.O. gegangen ist. Wenn dir auf deinem Abenteuer schwarz vor Augen wird, verlierst du möglicherweise einige deiner Items. Spieler aus aller Welt können deine verlorenen Items jedoch finden und sie dir über die Online-Verbindung zuschicken. Falls du die verlorenen Items anderer Spieler findest, solltest du sie auf jeden Fall aufheben und ihnen zurückschicken. Zum Dank dafür erhältst du Dankbarkeitspunkte DP. Die gesammelten DP kannst du bei der Tauschbörse in Jubeldorf gegen Items eintauschen. Durch das Finden von verlorenen Items könntest du also in den Besitz besonderer Items kommen. Ja, und das hier haben wir, glaube ich, gefunden und danke, dass du die verlorenen Items von Kanekichi zurückgeschickt hast. 97 Dankbarkeitspunkte, ein Hyperheiler. Dankeschön an der Stelle. Ja, also... Ah, nein, nein, das wollte ich nicht, ja, dann haben wir das auch einmal gesehen. Ich wollte aber speichern. Interessant, dass ihr seht, wenn ich hier speichere, an welchem Tag ich das aufnehme. Nee, ist actually falsch. Uhrzeit ist auch falsch. Scheinbar ist meine Switch nicht auf den richtigen Tag eingestellt. Hier ist der 25. angegeben und wer den Community-Post dann gesehen hat, der jetzt gerade, wo ich es aufnehme, noch nicht online ist, sieht, dass das nicht so realistisch ist. Zumal die Folge wird. Die Folge geht am 25.03. um 14.15 Uhr online. Ja, ihr merkt. Also, es ist heute der 24. Gut. Habe ich jetzt auch mal gesehen, dass meine Switch falsch eingestellt ist. Auch gut.
So, Ursa Luna, ich komme. Bin auch wahrscheinlich nicht mit den stärksten Pokémon. Naja. Oh, guck mal, von Weitem können wir dieses Irrlicht sehen. Komme ich da jetzt hier ran? Kann ich hier. Oh, ich hätte hier auch einfach hochlaufen können. Nun gut. Da bist du ja, Niki. Jo. Ursa Luna mag zwar aufgebracht sein, doch sein Instinkt als Reit-Pokémon ist immer noch aktiv. Wenn ich eine Melodie auf meiner Elysienflöte spiele, zeigt es sich sofort. Nun zeig Ursa Luna, wie stark du bist. Aber denk daran, dass Ursa Luna ein sehr wichtiges Pokémon für den Pear-Clan ist. Es ist dir nicht gestattet, es zu fangen. Yes. Okay. Ah, oh, okay, weil es kein Herrscher-Pokémon ist, haben wir nicht den klassischen Herrscherkampf. Okay, da war ich ein bisschen fehlinformiert. Ursa Luna, ich glaube, unser Igel Lava wird hier nicht sehr lange leben. Naja, Tempotechnik bringt uns gerade auch nichts, also machen wir einmal Flammenrad, holen so viel raus, wie wir können und sehen, dass das nicht viel ist und dann nimmt es genau die Attacke, womit es unser Igelava sofort one-shottet, das ich schon erwartet habe. Naja, okay, so, dann nehmen wir Staravia. Ich glaube, wir werden sogar ab einem gewissen Punkt mit Belebern arbeiten müssen. Schauen wir mal hier. Tempotechnik bringt uns auch hier nichts. Hier auch nicht. Schade. Das macht auch nicht so viel Schaden, wie ich es gern hätte. Naja. Tempotechnik übrigens mit solchen Attacken, könnt ihr euch vielleicht denken, ist sehr, sehr gut. ja. It's going to be a fun time. Ist natürlich jetzt die Frage, hätte man besser leveln müssen oder nutzen wir einfach unsere... guck mal, hier sind wir schneller. Oder nutzen wir einfach unsere Übermacht da aus, indem wir halt einfach mehr Pokémon haben. Wir sehen ja jetzt, wenn ich die effektiven Pokémon einsetzen würde, wie ich das jetzt hier gerade mit dem Bammelin mache... Dann können wir hier schon gut was machen. Ja, also würde ich sagen, wir sind nicht unterlevelt. Mein Liebling, Ursa Luna, du musst von dem ganzen Herumtoben richtig erschöpft sein. Gleich geht es dir wieder besser, versprochen. Dies ist eine geheime Medizin des Pear-Clans. Unser Wundermittel, das den Körper von Toxinen und Schadstoffen befreit. Wir nennen diese Medizin den Toxitilger. Mhm. Oh. Dieses Mittelchen ist extrem stark. Daher können wir es nur für robuste Pokémon wie Ursa Luna verwenden. Ach, schau, es scheint sich endlich beruhigt zu haben. Aber seltsam ist das schon. Das hat nicht geleuchtet, ja. Nicht so wie die anderen. Genau. Ihr von der Galaktik-Expedition seid überraschend kompetent. Ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment auffassen soll. Als du das in Rage verfallene Axanthor beruhigt hast, konnte ich sogar von hier aus sehen, wie ein Licht in den Himmel emporstieg. Doch von Ursa Luna ging kein seltsames Licht aus, weder bei eurem Kampf noch davor. Und dann klebte da noch etwas an Ursa Lunas Körper. Ich denke, es ist eine Art Puder. Außerdem frage ich mich, warum wollte diese Hinatsu vom Diamantclan überhaupt mit mir über Ursa Luna sprechen? Ja, jetzt hätte ich fast etwas Wichtiges vergessen. Würdest du die Elysienflöte für mich spielen? Ursa Luna hat sich deine Melodie eingeprägt. Du erhältst die Erdtafel von Ursa Luna.
Ursaluna ist sehr geschickt im Suchen von Schätzen, die unter der Erde vergraben liegen. Nun geh und lass deinen Expeditionsleiter wissen, was sich hier zugetragen hat. Du kannst Ursaluna nun zu dir rufen, um mit ihm nach Schätzen zu graben. Ja, ich glaube, als ich das damals gespielt habe, ich habe das, glaube ich, zweimal oder so verwendet. Ich fand das nicht so nice. Ja, wir werden das wahrscheinlich sogar zum Perfektionieren des Pokédexes benötigen. Weil ich glaube, an so manches Item kommt man nur über die Suche mit Ursaluna. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass man das über Raumzeitverzerrung finden kann. Aber ja, stellt euch schon mal darauf ein, dass wir in diesem Let's Play wahrscheinlich nicht so aktiv mit Ursaluna arbeiten werden. Das war nicht so cool. Ich kann das vielleicht zeigen, ja. Und dann lassen wir es vielleicht auch ruhen. Ursaluna ist in der Lage, vor ihm vergrabene Schätze zu wittern und eilt auf diese zu. Wenn du siehst, dass Ursalunas Spürnase an einem Ort besonders stark reagiert, solltest du den Y-Knopf drücken, um es nach einem Schatz graben zu lassen. Vielleicht findest du ja die ein oder andere Kostbarkeit. Ja, wir können jetzt mal schauen, ob wir das vielleicht probieren können. Ja, ich tue mich sehr schwer damit zu erkennen, ab wann ich graben kann. Okay. So, und wir haben jetzt hier altes Gedicht 9. Das fühlt sich rewarding an. Eines der alten Gedichte, die überall in der Hisui-Region ausgegraben werden. Die Handschrift lässt vermuten, dass sie alle von derselben Person verfasst wurden. Möchtest du das Gedicht jetzt lesen? Wir können es jetzt einmal lesen. Ich glaube, es gibt dann eine Nebenquest dazu. Hinfort trägt der Strom der Pokémon Gebein und gleichsam auch die Gedanken mein. Dem Meer entgegen geht die Reise, die Welt umkreisen sie auf ihre Weise. Drum nenne mir die Zahl der Knochen, die hinfort getragen schon der Fluss, und die Zahl jener, die noch gehen muss, denn stets ward auch mein Herz gebrochen. Was ihr mit diesem Vers jetzt, oder Gedicht, für euch anfangt, weiß ich nicht. Ihr habt es jetzt gehört. So. Wir können uns dahin teleportieren. Würde ich jetzt aber nicht machen. Weil dann können wir vielleicht, ja, das eine oder andere Pokémon immer noch mitnehmen. Ne? Wir wollen am Ende auch im Mitgliedsrang aufsteigen, beziehungsweise müssen es auch. Also, oh Mist, unser Igelava muss noch wieder belebt werden. So, und unser Staravia fairerweise natürlich auch. 19 Pokebälle haben wir. Das sind super Tränke. Ja, dann geben wir dem mal eine Sinebeere. Damit fühle ich mich jetzt gerade wohl. Der Supertrank wäre vielleicht sogar gar nicht so schlecht gewesen. Egal. Zwei Sinebeeren für jeden. Und dann passt das schon. So. Mit dem Elite-Pokémon da wollen wir uns auch erstmal noch nicht anlegen. Das lasse ich auch nochmal ganz kurz offen, weil ich würde die halt auch gerne fangen. Aber dafür müssen wir im Mitgliedsrang auf jeden Fall hoch genug sein, weil die werden deutlich höher gelevelt sein. Also, ja. Ja, was müssen wir überhaupt noch für Kleinsteine machen? Wir müssen schwere fangen, wir müssen allgemein welche fangen. Besiegen noch nicht so viele. Müssen die auch mit Attacken vom Typ Pflanze besiegen? Ja, gut, okay. Da ist jetzt natürlich das Problem. Aber wir haben gerade kein Pflanzen-Pokémon im Team. Egal, wir besiegen das noch ein bisschen hier mit Wasserattacken. Wann ich welche fange, weiß ich auch noch nicht. Na, ich würde gerne das Ding hier. Oh, was hat uns da denn angegriffen? Ich glaube, das war das Nee, das sah nach einer Giftattacke aus. Das war wahrscheinlich da hinten das Toxiquark. Ah, ja, ja, kleiner Schlingel. Hat uns aber nicht getroffen. Alles gut.
Irgendwas sieht uns gerade noch immer. Ah, vielleicht sollten wir uns auch mal hier mit diesem Toxiquack auseinandersetzen. Hallo. Glibunkel, okay, sorry. Das hättet ihr wahrscheinlich schon am Anfang der Folge dann kritisiert haben. Oder war das in der letzten? Das ist kein Toxiquark, das ist ein Glibunkel. Es tut mir leid, jetzt weiß ich's auch. Ich würde es tatsächlich eben fangen und noch nicht besiegen. Das ist einmal auf jeden Fall besitzen. Oh, ich muss mich gerade irgendwie voll viel strecken. Ich weiß nicht warum. Oh nö, du wirst jetzt das Bammelin killen. Ja, wenn das jetzt nach 3 Bällen nicht drin bleibt, dann werde ich das wahrscheinlich trotzdem killen, damit wir hier nicht zu viel Zeit vertrödeln. Ah, wir nehmen das Bidifass. Bitte bleib drin. Ah, am Ende wird's nur wütend dann. Komm schon, bleib bitte drin. Ich will nur ein Exemplar von euch. Die anderen kann ich einfach besiegen. Ach, Gott sei Dank. Okay, schön. Wir haben eins davon. Nein, 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 du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Oh. Ups. Das war wunderbar kalkuliert. Jetzt ist schon. Sogar hier im Nacken getroffen. Das sollte da drin bleiben. Yes. Die Verzerrung ist verschwunden. Ja, war ja absehbar. Ne? Leider kommen wir da noch nicht hin. Was sieht uns? Ach du. Du blödes Glibunkel. Müssen wir es besiegen. Ah ja, ich glaube, mit einer Giftattacke machen wir hier tatsächlich nicht so viel. Oh, ich weiß nicht, ob wir hier mit Tackle genug machen. Ich glaube, das Pudox ist ja schon ziemlich schlecht eingesetzt. Dann viel Spaß beim Verstärken, Glibunkel. Ja, das wird richtig, richtig angenehm hier für unser Pudox. Ich denke, auch mit einer Tempotechnik werden wir es niemals mehr wirklich einholen. Ich könnte jetzt auch Eisenabwehr oder sowas hier verwenden und so Verteidigung erhöhen, aber das brauchen wir nicht. Und wenn es die ganze Zeit jetzt nur Ränkeschmied einsetzt, ist okay. Ich würde es ja auch... Okay. Ich glaube, das sollte jetzt möglich sein. Jo. Wunderbar. So, dann sehen wir hier sehr schöne Yanmars. Würde ich gerne eins von mitnehmen. Na komm schon, der Honig ist doch voll interessant. Yes. Honig war in der Tat interessant. Jetzt haben wir aber ordentlich was mitgenommen, ne? Aber ich würde sagen, das war eigentlich jetzt hier doch eine erfolgreiche Erkundung. So. Werden wir ja gleich dann sehen, wenn wir bei Professor Laven sind, wie erfolgreich hier unsere Erkundung tatsächlich war. Ich glaube tatsächlich, ich weiß gerade nicht, wie viel noch fehlt für den Mitgliedsrang. Ah, ich kann das gerade sehr schlecht einschätzen. Und wir kommen hier nicht weiter. Wo kann ich denn lang? Ach, da hinten ist eine Brücke, ne? Ah, komm, wir gehen mal kurz hier auf Dummy-Tier, verschnellern das Ganze mal kurz ein kleines bisschen. Eigentlich sollte ich hier, glaube ich, bleiben können. Ah, so ein Tangela wäre natürlich super. So, gegen dich kämpfe ich einmal. Dann hoffe ich, dass das Tangela sich nicht für uns interessiert.
Dann können wir vielleicht das Tangela noch mitnehmen. Dann reden wir mit Leyven und ich glaube, dann ist die Folge aber auch echt vorbei. Wenn nicht sogar zu lang. Wir könnten es sogar fangen. Oder zumindest versuchen zu fangen. Vielleicht mache ich das mal. Es ist sehr low, es leidet unter Verbrennung. Ich denke, da stehen unsere Chancen ganz gut. Easy. Easy. So, Tangela. Okay, scheint sich wirklich gerade nicht für uns zu interessieren. Interessierst du dich für Honig? Ich hab's fast abgeworfen mit dem Honig. Okay, nein, das interessiert sich tatsächlich nicht für Honig. Ja, die Pokémon haben unterschiedliche Essenspräferenzen. Und scheinbar soll man das auch füttern. Haben wir gerade im Pokédex sehen können, wer schnell gelesen hat. Eigentlich sollten wir das jetzt auch da... ja, haben wir auch einen Punkt für bekommen. Gut. So, hallo, du. Bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. Und bleib drin. Na, dann muss ich dich killen. Tschüss. Was nur die Wahl. K.O. gehen oder in einen kleinen Ball gepresst werden. Kannst dir aussuchen. Das sind beides ganz tolle Optionen, die ich dir gebe. So. Okay. Ah, das ist doch noch ein Stück. Ich dachte, wir wären ein bisschen näher. Hab ich unterschätzt. So. Wie sieht's bei dir aus? Mit Elektroattacke besiegen. Jo. Nein, renn nicht weg. Aber jetzt gerade bin ich aber hier echt sehr fleißig am Pokédex arbeiten. Hui. Na komm. Die Folge ist lang genug. Wir wollen ja auch noch das Gespräch mit Leyven sehen. Wir gehen weiter. Ich kann mich da auch hin teleportieren. Also Schnellreise. Warum mache ich das nicht? Ach, da ist doch das Basislager. Hallo. Oh, da scheint irgendetwas an dir zu hängen, Niki. Ah, ein Inkognito. War das etwa ein Pokémon? Irgendwie erinnert es mich an etwas, wovon mir Volo erzählt hat. Buchstabengleichende Muster, die in die Wände der Ruinen des Trostes gemeißelt wurden. Möglicherweise haben wir es hier also mit einer Pokémon-Art zu tun, deren Gestalt verschiedene Formen annehmen kann. Lass mich dein Pokédex einen neuen Abschnitt speziell für dieses Pokémon hinzufügen. Dem Pokédex wurde die Incognito-Notizen hinzugefügt. Nanu, in dem Abschnitt tauchen plötzlich seltsame Buchstaben auf. Dein Arceus-Phone hat eben auch reagiert, oder? Vielleicht zeigt es dir etwas dazu an? Incognito-Forschungsnotizen. Drücke den Y-Knopf, während du die Pokédex-Übersicht siehst, um auf deine Incognito-Forschungsnotizen zuzugreifen. Entziffere die geheimnisvollen Symbole und folge den Hinweisen, um die versteckten Incognito zu finden. Die Incognito werden ihre mysteriösen Kräfte nutzen, um zu verhindern, dass du mit deinen Pokémon gegen sie kämpfen kannst. Du kannst aber versuchen, sie zu fangen. Ja, da muss man dann mit dem Ball die abwerfen. Lass mal schauen. Hier. Hier sehen wir die. Die sind irgendwo versteckt und ja, wir müssen die finden. Wie ich sehe, hast du 15 Pokémon gefangen. Bitte erstatte mir Bericht darüber. Ja, weil wir wollen zurück ins Dorf. Und ich dachte, wir waren fleißiger. Oh mein Gott, also es sieht doch eher bescheiden aus, wenn ich ehrlich bin. Naja. Egal. Du scheinst mit deiner Forschung ja gut voranzukommen. Lass mich mal sehen.
Wir aktualisieren den Pokédex. Ah, okay, und wir steigen auf. Perfekt. So. Jo. Wir wollen zurück ins Dorf. Ja, nehme ich das Abschlussgespräch noch rein? Eigentlich schon, ne? Dann können wir in der nächsten Folge auch wieder ein, zwei Nebenmissionen machen. Schnell zum Büro des Expeditionsleiters. Natürlich. Ich beeil mich doch. Und unser Inventar können wir wahrscheinlich auch vergrößern. Ich würde aber erst schauen, dass wir vielleicht im Mitgliedsrang einmal aufsteigen, dass ich das nicht vergesse. Außer wir werden da jetzt hinteleportieren. Okay, werden wir nicht. Gut, dann ich würde gerne einmal aufsteigen schon mal. So. Nein, ich will das nicht die ganze Zeit öffnen. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Wow, 3 Sterne, Mitglied. Woo. Du bist nun offiziell ein 3-Sterne-Mitglied der Galaktik-Expedition. Du kannst nun Superbälle einsetzen. Ja. Und Pokémon bis Level 40 werden uns gehorchen. Das heißt, im Obsidian-Grasland, sofern wir da demnächst nochmal hinkommen sollten, können wir die Elite-Pokémon uns einverleiben. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. So, und wir bekommen eine neue Anleitung für Superbälle. Ja, macht ja Sinn. Alles klar. Dann danke an der Stelle. Und, na komm, wir machen eine Taschenerweiterung, die anderen... Oh, 4000, ja, okay. Ja, das reicht dann auch erstmal. So, danke schön. Wir wollen jetzt die Hauptmission abschließen und schauen, was der Expeditionsleiter Denboku dazu denn zu sagen hat. Und dann können wir auch die Folge abschließen. Ja, guck mal, Diam ist da und ist das hier nicht der Händler? Der von der heißen Kost? Niki, hör zu, wir befinden uns in einer ernsten Lage. Lass mich erklären. Es geht um ein bedeutsames Pokémon für den Diamant-Clan, Dressella, Königin des Bergkampfs. Es ist in Rage. Hinatsu wusste davon und hat es mir verschwiegen. Dressella? Weibliche Pokémon in dieser Position heißen Königinnen und Dressella sind schließlich immer weiblich. Aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Ich bin nach Jubeldorf gekommen, um Hinatsu zur Rede zu stellen, doch sie ist nirgendwo zu finden. Die Kartoffelmochi hat sie sich jedenfalls gut schmecken lassen. Nun ja, die sind schließlich auch meine Spezialität. Ganz wichtige Info, danke. Hinatsu ist ein Mitglied des Diamantclans. Sollte sie etwas mit dem Ursaluna-Vorfall zu tun haben, könnte das zu einem erneuten Konflikt zwischen den beiden Clans führen. Denboku, wie würde sich die Galaktik-Expedition positionieren, wenn es erneut zu einem Konflikt käme? Wir sind unparteiisch. Will heißen, unterstützen wir die eine Seite, machen wir uns die andere Seite zum Feind. Wir sind hergekommen, um uns in Frieden niederzulassen, nicht um in solche Konflikte verwickelt zu werden. Verstehe. Du hast uns da... was? Du hast uns damals das Du angeboten, um ein Gefühl der Vertrautheit zu schaffen und Streit zu vermeiden. Dann kannst du dich jetzt natürlich nicht in unseren Konflikt einmischen. Niki, hast du nicht eine Idee parat, wie wir vorgehen könnten? Ich kann Ursaluna rufen! Ursaluna? Haben dich Yugao und Ursaluna etwa für würdig befunden? Das ist großartig! Mit Ursaluna können wir Hinatsu anhand ihres Geruchs verfolgen. Wenn du von Ursaluna anerkannt wurdest, könnte es dir auch gelingen, Dressella zu beruhigen. Ich gehe schon mal vor. Wir sehen uns bei der Hoheitsstätte von Dressella, dem Bühnenkampffeld. Wahrscheinlich auch im Sumpfgebiet haben. Niki, du musst alle Pokémon besänftigen, die es auf Menschen abgesehen haben. Wir sind schließlich auf der Suche nach einem friedlichen Leben nach Hisui gekommen. Klar, ich mach all eure Arbeit für euch. Ah ja, gut. Und ja, damit geht es zurück wieder ins Rote Sumpfland.
Aber wie gerade eben schon erwähnt, machen wir in der nächsten Folge erstmal wieder an Nebenquests, damit wir da einen, ja, guten Mix zwischen haben, dass die nicht in Vergessenheit geraten. Das sind eh sehr viele. Wir werden damit eh nicht im Gleichgewicht sein können, aber da gibt es ganz nette Sachen. Manche der Quests sind wirklich ganz süß und manche haben sehr coole Belohnungen. Das ein oder andere Pokémon zum Beispiel. Wir hatten jetzt zum Beispiel ein Panflamm beim letzten Mal, was ja eigentlich wirklich ganz cool ist. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao!